Manches spricht dafür, dass wir heute eine Weichenstellung für den Rest des Jahres gesehen haben. Wir sehen an der Wall Street Umschichtungen raus aus Tech, vorwiegend in andere Sektoren, dazu gleich mehr. Und wir sehen vor allem einen starken Dollar, steigende Kapitalmarktzinsen und wir sehen einen sehr deutlich fallenden Goldpreis. Warum fällt Gold? Nun, die Antwort könnte lauten, Gold war die Absicherung schlechthin gegen einen fallenden Dollar. Jetzt hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Man erwartet, dass der Dollar davon profitieren wird, schon aufgrund der Zölle. Dementsprechend ist Gold unter Druck, weil der Dollar sehr stark ist auf der einen Seite und weil die Kapitalmarktzinsen steigen auf der anderen Seite. Und diese Trends, die dürften sich fortsetzen, wie ich gleich zeigen werde. Starten wir zunächst mal mit dem Vergleich Gold und Dollar-Index. Und da sehen wir, so richtig nach unten geht es mit Gold erst heute. Eigentlich gar nicht mal so sehr letzte Woche, da haben wir so ein bisschen Korrektur gesehen. Wir haben direkt nach der Wahl einen Anstieg des Dollars gesehen, der dann aber wieder ein bisschen korrigiert worden ist. Aber heute dieser Move auf ein neues Hoch. Wir sind jetzt am Jahreshoch für den US-Dollar und klar, Gold wird gegen Dollar gehandelt. Also tut sich Gold schwer, vor allem wenn dann die Kapitalmarktzinsen noch steigen. Also es eine Alternative für Gold gibt, weil steigende Kapitalmarktzinsen heißt, ich bekomme mehr Zinsen, mehr Rendite, wenn ich Geld in festverzinsliche anlege, wenn ich also andere Sektoren suche, Gold ja nicht verzinst, also hat Gold da ein Stück weit einen Nachteil. Schauen wir uns mal an hier die US-Wahl und da sehen wir das nochmal, dass eigentlich diese Geschichte Gold-Dollar noch lange nicht so klar war, bis auf heute. Heute sehen wir, der Dollar schießt nach oben, Gold schießt nach unten und das gilt auch für Bitcoin. Die Bitcoin ist das gute Laune. Hier sehen wir die US-Wahl, Gold seitdem Bitcoin um und bei 33% gestiegen, Gold dagegen gefallen und das könnte, zumindest was Gold betrifft, sich erstmal fortsetzen. Wie gesagt, da will ich gleich genaueres zeigen, aber Bitcoin ist ziemlich überkauft. Wir haben oben eine negative Divergenz im RSI, aber klar, was läuft, kann weiterlaufen, weil alle sagen, unter Trump wird Bitcoin weiter steigen. Wir sehen das BlackRock's Bitcoin-ETF jetzt, was die Volumina betrifft, die Zuflüsse betrifft, den Goldfonds von BlackRock sogar übertroffen hat. Also die wollen raus aus Gold und gehen rein in Bitcoin, all das wegen St. Donald, den Kapitalmarktzinsen und weil der US-Dollar so stark ist. Und hier sehen wir diese Kapitalmarktzinsen. Heute Veterans Day, also eigentlich ein Feiertag in den USA, so ein halber Feiertag. Deswegen der Anleihemarkt geschlossen, der Aktienmarkt ist dagegen offen. Und wir haben plötzlich dann, als sie die Amis aufwachten, bei den Futures, also Treasury Futures, also die Future-Märkte sind heute auf, der Kassamarkt für die Treasuries ist heute geschlossen und wir sehen, das geht nach oben wieder Richtung 4,4%. Das ist etwas, was für die Aktienmärkte noch ein Thema werden wird. Das wird übergeordnet das Spiel sein, dass die Kapitalmarktzinsen steigen. Ich gehe davon aus, dass Elon Musk versuchen wird, wie ich am letzten Freitag gezeigt habe, hier dieses Budget zu verkleinern. Aber dass das nicht gelingen kann, nicht gelingen wird, dass man diesen Versuch frühzeitig abbrechen wird, weswegen die Kapitalmarktzinsen aus meiner Sicht weiter unterstützte bleiben. Und so sehen wir es hier. Dollar steigt auf den höchsten Stand des Jahres, weil eben es sehr wahrscheinlich ist, dass die Republikaner auch das Abgeordnetenhaus jetzt gewinnen werden. Da ist ein Endresultat noch nicht vorhanden. Aber es sind dann solche Aussagen wie von der Deutschen Bank, die sagte, also die Fed, die wird die Zinsen nicht unter 4% senken können. Und man hat jetzt seitens der Deutschen auch seine Inflationserwartungen nach oben genommen bei der PCE-Inflation, also jener Inflation, auf die Fed sehr, sehr stark achtet, von 2,2% 25 auf 2,5% und auch für 2026 gleich noch mit angehoben. Und klar, wenn die Inflation wieder ansteigen sollte aufgrund der Zölle, dann kann die Fed nicht so agieren, wie sie sich das vielleicht vorher vorgestellt hat mit den Zinssenkungen. Dann dürfte sie abwartender werden, vorsichtiger werden bei den Zinssenkungen. Und das erklärt die Bewegung. Wir haben ja am Mittwoch die neuen Inflationsdaten. Das wird natürlich sehr wichtig. Aber übergeordnet ist eben wichtiger die Erwartung, dass die Inflation weiter nach oben geht. Und es ist, wie ich hier zeige,
Oder wie diese Grafik wunderbar zeigt, Main Street versus Wall Street. Für die Wall Street ist wichtig, naja, wie verändert sich denn jetzt die Inflationsrate? Für die allermeisten Leute ist der kumulative Preisanstieg das Wichtige und der geht einfach immer weiter. Wir dürften jetzt wieder eine doch einigermaßen deutlich anziehende Inflation sehen, vor allem in der Kernrate mit 0,3% zum Vormonat, mit 3,3% zum Vorjahresmonat. Und das müsste und dürfte bei der Fed eine gewisse Beißhemmung in Sachen Zinssenkungen durchaus verursachen. Und die Frage, die man natürlich auch stellen muss, wir haben eine derartige Euphorie an den Märkten. Wir sehen, dass die Financial Conditions wieder lockerer werden. Und da wäre es durchaus humorvoll anzunehmen, dass die Fed jetzt die Zinsen deutlich senken kann. Die muss da ein Stück weit entgegensteuern. Steigende Aktienmärkte heißt auch steigende Nachfrage, denn viele Amerikaner haben Aktien, wenn ihre Depots wertvoller werden. Auf dem Papier, wenn Bitcoin steigt, wo ja auch viele drin sind, dann kann man sich mehr leisten. Man ist auf dem Papier reicher. Das verändert das Konsumverhalten. Das wissen wir aus der Geschichte, hat die Fed auch selber so gesagt. Und der Donald, der wird ja dann auch sehr wahrscheinlich diesen Handelskrieg beginnen. Und hier sehen wir mal einer der wichtigen Gründe, warum die Amerikaner ein solches Handelsbilanzdefizit haben, ist, weil vor allem Güter im Ausland produziert werden, während Dienstleistungen weitgehend im Heimatland passieren. Und das aber bedeutet, dass zum Beispiel eine amerikanische Autofirma, die in Mexiko produziert oder eben in Kanada oder wo auch immer und dann diese Autos zum Beispiel in die USA einführt, genau das will ja Trump verhindern, der gesagt hat, nee, dann werdet ihr ziemlich massive Zölle zahlen, im Beispiel Mexiko 25%, so hat er gesagt. Und das bedeutet, dass das auch viele amerikanische Firmen treffen wird, nicht nur ausländische Firmen, sondern amerikanische Firmen. Das wird deren Marge entweder verschlechtern oder sie würden diese Zölle eben auf den Preis draufschlagen, was dann eben die Preise für Verbrauchsgüter wie eben Autos nochmal deutlich nach oben bringen würde. Ja, es würde wahrscheinlich das Handelsbilanzdefizit verringern. Das ist richtig, aber eben das ist dann der andere Effekt. Und die Euphorie ist derzeit groß an den Märkten. Etiadini jetzt, okay, der S&P 500, der wird 66% noch steigen auf 10.000 Punkte. Derzeit sind wir ja knapp über 6.000 am Ende der Dekade, also viel bullischer kann man nicht sein. All das ist möglich, wir können heutzutage nichts mehr ausschließen, aber wir sehen, dass wir ein unfassbar bullisches Sentiment haben. Wir haben jetzt hier dieses Sentiment, das sehr, sehr viele Indikatoren umfasst, so bullisch wie noch nie, seit es diese Daten gibt, und das ist immerhin seit 2021 und das bei immer weiter steigenden Bewertungen, wie Sie hier rechts im Chart sehen. Und mein Kollege Wolfgang Müller hat mal zusammengefasst, warum das vielleicht so nicht funktionieren wird. Man denkt ja, okay, das wird so laufen wie 2016, aber 2016 war eine andere Zeit. Damals lag das KGV, also das Kursgewinnverhältnis bei durchschnittlich 18, jetzt sind wir um und bei 23. Die Staatsverschuldung war 75% des BIP, jetzt sind wir 125. Die Schuldenlast hatte 36 Billionen Dollar erreicht, 2016 lagen wir noch bei 20 Billionen Dollar, alle 100 Tage kommt mal eine Billion dazu. Die Zinszahlungen sind viel, viel höher als damals, die Renditen sind viel höher als damals und vor allem sehr wichtig, der Steuersatz, als Trump an die Macht kam, lag bei 35% und wurde dann von Trump von 35 auf 21% gesenkt. Jetzt hätten wir eine Senkung von 21 auf 15%, also viel kleiner. Der Effekt ist viel kleiner, gleichzeitig sind die Märkte viel teurer, gleichzeitig sehen wir deutlich höhere Kapitalmarktzinsen, Geld ist also teurer. Und das schränkt den Spielraum, gerade was Zinszahlungen, was Schulden betrifft, von Donald Trump und den Republikanern doch deutlich ein. Das werden wir dann früher oder später sehen. So oder so, Amerika ist das heiße Pflaster. Wir sehen hier den ACWI, also diesen Weltindex, der ja weitgehend oder sehr dominiert wird von den USA. Da haben wir heute einen neuen Höchstwert erreicht mit 66%. Also wer den ACWI kauft, so ein ETF, das den gesamten Weltindex
Weltmarkt abbilden soll. Der kauft zu 2/3 USA. Der Rest ist kaum mehr zu sehen. Vor allem Deutschland ist hier nicht zu sehen, ist gar nicht mal mehr vermerkt. Das spricht Bände, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir mal verschiedene Bewertungskriterien. Wir sind jetzt eigentlich so teuer wie noch nie. Gibt hier 4 Valuation Indicators auf geometrischer Ebene. Also das ist relativ klar, dass wir schon ziemlich teuer sind. Und unsere Long Run zählen Bewertungen. Wir haben das Price-Earnings-Ratio jetzt auf dem höchsten Stand seit Anfang 2001. Was war 2001? Da war busy was a Dotcom-Blase. Jetzt haben wir die KI-Blase. Aber diese KI-Blase ist lustigerweise gerade durch Donald Trump gefährdet. Warum, will ich im zweiten Teil zeigen. Und hier sehen wir nochmal, dass das aber erstmal weiterlaufen kann, was hier passiert ist. Und hier sehen wir mal auf der linken Seite ganz oben den S&P 500. Damals mit dem Vergleich 2016, der hinkt ein Stück weit, das hatte ich vorhin gezeigt, aber man nimmt erstmal an, ja, es ist ja wie 2016. Dann könnten Mitte oben die US-Equities in Relation zu anderen Indizes in der Welt weiter steigen, vor allem Small Caps dürften weiter steigen. Wir sehen die Bond Yields weiter steigen, wenn das so weiterläuft. Wir sehen die Realrenditen, die Real Yields weiter steigen. Und wir sehen vor allem, dass der Dollar zum chinesischen Yuan rechts unten weiter zulegen dürfte. Und das ist vielleicht für die Welt jetzt nicht so eine gute Botschaft. Dann haben wir die Zinskurve, die dürfte sich weiter entinvertieren. Wir sehen den Dollar, der dürfte noch weiter steigen. Wir sehen den Yuan, der dürfte weiter fallen. Und wir sehen hier links unten Gold, das eben auch noch weiter fallen kann. Meine Überzeugung ist, die kann richtig oder falsch sein, dass Gold noch weiter fallen wird, aber on the long run das Asset ist, das man haben sollte. Der Dollar wird wahrscheinlich noch weiter steigen, aber on the long run perspektivisch sollte man aus dem Dollar rausgehen. Das sind die Parameter, die wir hier sehen. Chinese Equities dürften weiter unter Druck bleiben und Bitcoin ist so ein bisschen außer Konkurrenz. Gut, das gab es 2016, damals nicht so stark gestiegen wie jetzt. Ob man Bitcoin haben sollte on the long run, das werden wir dann noch sehen. Aber was wir jetzt sehen, ist das, was man eben nach diesem Sieg von Donald Trump versucht zu spielen. Wenn der Eintagesmove nach der US-Wahl so positiv ist, dann haben wir in den darauf folgenden 2 Wochen zu 100% positive Kursentwicklungen bekommen. Das dürfte auch so sein, weil wir jetzt schon so stark nach oben geschossen sind. Da müsste schon einiges passieren, damit das wieder egalisiert wird. Aber auch wieder eine Frage der Zeitperspektive. Jetzt alles bullisch, aber wenn wir mehr als 45 Allzeithochs in einem Jahr gemacht haben, dann ist im nächsten Jahr die Party meistens vorbei gewesen mit einem durchschnittlichen Verlust von knapp 9%. Also man sollte die Party genießen, solange sie noch der Fall ist. Aber irgendwann kommt der Kater, der dann diese Party ein bisschen, naja, sagen wir, schal werden lässt. Zumal eben diese Bewertungen extrem sind. Hier sehen wir mal das Verhältnis zwischen Equities, also zwischen Aktien zum BIP, respektive eben der Private Sector Financial Assets, also alles was Finanzassets sind in Relation zum BIP-Faktor 6,3. Das ist schon sehr, sehr luftig. Im zweiten Teil, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen zeigen, was jetzt laufen dürfte bis Ende des Jahres, vielleicht bis zur Amtseinführung von Donald Trump und was eher nicht. Und da dürfte Interessantes passieren. Ich gehe davon aus, dass Tech nicht so gut laufen wird. Also die großen Tech-Aktien ein Problem bekommen und das haben wir heute schon gesehen. Also das wird wichtig, denn das dürfte auch für Ihre Anlageentscheidungen sehr relevant sein. Ich packe Ihnen den Link unter das Video und sage Servus, bis gleich.